Damit haben meine Lego Star Wars repeated. Han Solo! Oh Mann. Hallo Mars! Ich vermute, du brauchst irgendwas. Würdest du diesen Droiden für mich zu Leia bringen? Nein. Du bist vor diesem Kampf schon viel zu lange weggelaufen. Bitte, wir brauchen ihre Hilfe. Komm schon, BB-8. Ray, war das in Ordnung? Es ist nichts. Ich will mich nur mal umsehen. Ich mag Sand nicht. Ich bin mal hier auf dem Weg. Und vielleicht ist das hier auch da. Dieses Lichtschwert gehörte einst Luke und davor seinem Vater. Und jetzt hat es nach dir gerufen. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Das war die Republik. Die erste Ordnung war es. Wo hast du es her? Nimm es. Finde deine Freundin. Diese Bestien. Sie sind hier. Ray. Ray. Wo ist sie? Los, weiter. Freund von dir? Nicht direkt. Ja, scheint auf eine ordentliche Begrüßung zu reden. Oh.
Mädchen, von dem ich so viel gehört habe. Die Karte. Du hast sie gesehen. Rückzug. Vergesst den Druiden. Wir haben, was wir wollten. Er hat sie. Habt ihr das gesehen? Er hat sie mitgenommen. Sie ist weg. Ja, ja, ich weiß. Du hast eine andere Frisur. Dieselbe Jacke. Nein, die ist neu. Ich habe ihn gesehen, Lea. Ich habe unseren Sohn gesehen. Er war hier. Wir fliegen zurück zur Basis auf der K. Dort können wir weiterreden. Keine Sorge, ich werde euch befreien, und zwar von all dem Schutt hier. Wow. Die Gefangene wird da, hier kannst du ja auch andere Leute suchen. Dameron, du lebst noch? Kumpel! Was ist mit dir passiert? Ich bin aufgewacht und du warst weg. Das Schiff, alles. BB-8 sagt, du hast ihn gerettet? Wir sollten mit General Organa reden. Sie wird hören wollen, was du zu sagen hast. Komm, BB-8. Han Solo, ich bin es, C-3PO. Vermutlich erkennt ihr mich nicht aufgrund meines schicken roten Armes. Wie ich zu ihm gekommen bin, ist eine interessante Geschichte. Wen nennst du hier einen alten Langweiler? Ha,
General, ich bedauere Ihnen, das sagen zu müssen, aber die Karte von BB-8 ist unvollständig. Wie kam ich nur auf den törichten Gedanken, ich würde Luke finden und ihn nach Hause bringen? Die Auswertungen der Daten von Snaps Aufklärungsflug bestätigen Finns Bericht. Das war der Todesstern. Und das ist die Starkiller-Basis. Die Waffe, die das Hosnian-System zerstört hat. Oh, Moment. Falsche Auflösung. Die erste Ordnung. Sie laden erneut die Waffe auf. Unser System ist ihr nächstes Ziel. Alles klar. Wie jagen wir das Ding in die Luft? Irgendwo in dieser Basis muss ein Thermalgenerator sein. Sie besitzen Schutzschilde, die unsere Waffen nicht durchdringen können. Ich kann ihre Schilde abschalten. Aber dafür muss ich dort sein, auf dem Planeten. Wir fliegen dich hin. Der Abwassertunnel liegt hinter dieser Anhöhe. Durch den kommen wir rein. Suchen wir Ray. Wo bin ich? Du bist mein Gast. Ich weiß, du hast die Karte gesehen. Und jetzt gibst du sie mir. Aus mir wirst du gar nichts rauskriegen. Gib mir die Karte! Niemals. Warte hier. Diese Schrottsammlerin hat dir widerstanden? Die Macht ist stark bei ihr. Dann müssen wir den Widerstand vernichten, bevor sie zu Skywalker gelangen. Waffe bereit machen. Oberster Anführer, ich bekomme die Karte von ihr. Bring sie zu mir. Du wirst jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Ich werde jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Je länger wir hier sind, desto schwieriger wird es für uns. Die Schilde. Ja, darüber habe ich schon nachgedacht. Hey! Eindringlinge! Rebellen sind in die Basis eingedrungen. Eliminiert sie auf der Stelle. Sonst komme ich persönlich runter und verfolge sie. Na schön, große Nummer. Und jetzt? Basma wird sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, persönlich runterzukommen. Und dann bringen wir sie dazu, die Schilder auszuschalten. Ganz einfach, was? Feuer! Feuer! Feuer!
das hinter sie. Feiglinge, hört auf, euch zu verstecken. Euer alberner Widerstand ist bald vorbei. Wenn wir Phasma fangen wollen, brauchen wir unbedingt diesen Energiekern. Na los, zeigt euch, ihr Feiglinge. Wenn sie da drauf tritt, bekommt sie den Schock ihres Lebens. Ihr gefällt das Ganze ein wenig zu sehr, Junge. Ihr seid wohl ziemlich geladen, Phasma. Ha! Wenn der Plan funktionieren soll, brauchen wir diesen Energiekern nochmal. Ein Magnet, das wird sie lehren, keine Chromrüstung mehr zu tragen. Bringen wir sie in den Kontrollraum. Dort können wir den Schild ausschalten. Ha! Jetzt seht ihr in eurer Metallrüstung ziemlich alt aus. Werd nicht überheblich, Kleiner. Wenn ihr auch nur einen Moment nicht aufpasst, werde ich euch alle ausschalten. Pusten, Schilde abschalten. Du machst einen großen Fehler. Was machen wir mit ihr? Gibt's hier irgendwo einen Müllschacht? Eine Müllpresse? Die gibt's tatsächlich. Finn, was machst du denn hier? Erst flüchten, danach umarmen. Die Schilde sind um! Schießt das Ziel, konzentriertes Feuer, nehmt so viele Antworten. Ach, ein Volltreffer. Aber es hat nichts gebracht.
Wir haben jede Menge Sprengladungen dabei. Wir sollten sie benutzen. Wenn ihr da rein wollt, muss ich den Stromkasten finden. Ah, die Kleine weiß, was sie tut. Schon gut, nur die Ruhe. Ich komme schon. Los, Bewegung. Wir müssen bei der Tür bereit sein, wenn Ray sie öffnet. Gutes Mädchen. Willst du uns in die Luft jagen? Hey, als ich sie fallen ließ, haben wir uns nicht in eine feindliche Basis geschlichen. Und der Falke hat's überlebt. Komm schon, wir haben zu tun. Da geht's nicht weiter. Werfen wir die Ladung einfach hier runter? Alter Perfektionist. Na schön, dann gehen wir eben rüber. Was war das? Ja, vorhin habe ich das da raufgeschlagen. Die letzte, dann nehmen sie raus hier. Sohn. Willst du mir helfen? Ja. Danke. Ah!
Ziel. Gebt alles, was ihr habt. Wir kommen noch nicht in den Generator rein. Wir müssen erst ihre Verteidigung schwächen. Rote Staffel, blaue Staffel, los geht's! Ei, ei, Captain! Denkt dran, wenn die Sonne weg ist, ist die Waffe feuerbereit. Aber solange es hell ist, haben wir noch eine Chance. Dieses Lichtschwert, es gehört mir. Na komm, hol's dir. Niemand wird mir im Weg stehen. Weder Hahn noch du. Ich bin noch Anfänger, also schön langsam. Abgemacht? Kämpf gegen mich! Lass mich dich von deinem Elend erlösen! Zum zweiten Mal ein Lichtschwert in der Hand und dann gleich gegen Kylo Ren kämpfen. Ziemlich unfair.
dieses Lichtschwert nicht verdient. Gib es mir! Haut ab. Er will, dass wir ihm folgen. Das ist wahrscheinlich eine Falle, aber wir müssen ihm nach. Das ist seine Spur. Er ist da lang gegangen. Da drüben. Eine Schrottsammlerin und ein Verräter. Armselig. Der Planet bricht auseinander. Wir können ihn nicht davonkommen lassen. Du bist ein Monster. Jetzt sind es nur noch ihr beide. Han Solo kann ich nicht mehr retten. Keine Chance. Du irrst dich. Finn! Wow. Die haben die Basis zerstört. Alles okay, Finn? Mir geht's gut. Wir müssen ihn aufhalten. Wir müssen an dem Ding hier vorbei. Stell dir vor, was du mit der richtigen Ausbildung erreichen kannst. Ein Lehrer. Ich kann dich mit der Macht vertraut machen.
Ich frage mich, was in ihn gefahren ist. BB-8 sagt, er müsse uns etwas zeigen. Es ist zweifelhaft, dass R2 den Rest der Karte in seinem Notfallspeicher hat. Halt, so warte doch. R2-D2 hat womöglich dringend benötigte gute Neuigkeiten. Sag sie mir. Ja, alles klar, Kurt. Warte. Die Karte ist nun vollständig. Luke, ich fliege mit Chewie und dem Falken. Ich werde Luke finden. R2, bleib hier und pass auf den Falken auf, okay? Fouei, Tanasaki! Fouei, Tanasaki! Du.
Hast du auch fröhliche Piepser für mich, Kumpel? Wir haben schon Verrückteres abgezogen. Fröhliche Piepser. BB-8, was habe ich eben über fröhliche Piepser gesagt? Nur damit es klar ist, Commander Dameron. In diesem Fall stimme ich dem Droiden zu. Danke für eure Unterstützung, General. Na schön, wir sind in Reichweite. Wird schon schief gehen. Dringende Mitteilung, Sir. Von einem Poe Dameron der Flotte der Republik. Die Ähnlichkeit ist sehr groß. Wie geht's eurer Mutter, Sir? Vernichtet sie! Drückt auf die Tube! Er fliegt auf das Schlachtschiff zu. Alles klar, schalte jetzt Geschütze aus. Terry, Zielanflug beginnt. Verstanden. Mann, die haben das Ding echt mit Geschützen zugepflastert, was? Mutter sieht mitnichten so aus wie das kindische Porträt, das ihr von ihr gezeichnet habt. Ob die neue Freunde suchen? Weiter so, Commander Dameron. Die Evakuierung der Basis läuft noch.
letzte Bomber. Es hängt alles von euch an. Anführer. Denn die Schlinge zieht sich immer weiter zu. Der mächtige Kylo Ren, nimm dieses lächerliche Ding ab. Du bist nur ein Kind mit einer Maske. Mach mein Schiff stark klar. Gemacht, Kumpel. Finn nackt undichter Beutel. Was? Finn! Finn, alter Freund! Wie schön, dich zu sehen! Was? Wir sollten dir mal was anziehen. Komm mit. Eins nach dem anderen, Kumpel. Ziehen wir dir erstmal was an. Suchen wir dir eine Jacke und eine Hose. Es muss hier doch einen Schrank geben oder sowas. Besorgen wir dir ein paar Klamotten, die nicht undicht sind und... Was? Da ist nichts drin. Wer hat sich denn hier bedient? Ja, die Leute haben die Angewohnheit, sich Sachen zu leihen und dann nicht zurückzubringen. Sieh dich auf dem Schiff um, es liegen garantiert ein paar Sachen rum. Hier steht, dass die letzte Jacke an einen P. Dameron ging. Ich glaube nicht, dass ich den Kerl kenne. Die Jacke müsste in dem Schrank da sein. Das dürfte genügen. Gehen wir zurück zum Schrank, damit du dich in Ruhe umziehen kannst. Also, ich bin angezogen. Wohin jetzt? Okay, wir müssen zur Nachbesprechung auf die Brücke. Da kannst du dir auch gleich alles anhören, was du verpasst hast.